Das ist ein ästhetisch ungemein ansprechender Brunnen, glaube ich. Einen wunderschönen guten Tag, Brittany. Oh, hi. Warum hören Sie sich an wie eine herzkranke Krake? Oh, tut mir leid. Tut mir leid, dass Sie Ihren Job verloren haben. Ach, das ist schon in Ordnung. Ich habe nie gern in der Bank gearbeitet. Ich wollte eigentlich schon immer ins Showbusiness. Ins Showbusiness? Ja, ich wollte schon immer Sängerin werden. Mit eigenen Background-Tänzern. Ich bin unbegabt und habe keine Erfahrung. Aber ich bin sicher, mit der richtigen Einstellung kann mich niemand aufhalten. Das fürchte ich auch. Wir könnten ja gemeinsam eine Nummer einstudieren. Das ist keine gute Idee. Ich suche eher nach einem... Piraten? Cool. Warum verschwenden Sie Ihre Zeit dann in einer Bank? Von irgendwas musste ich ja leben, während ich meine Karriere vorbereitete. Ich schätze, mir hat nur der letzte Kick gefehlt. Ich war zu sehr in die Finanzwelt eingebunden. Na dann viel Glück. Was haben Sie jetzt vor? Nun, ich wollte schon immer ins Showbusiness. Na dann viel Glück. Kann ich noch ein Konto eröffnen? Guter Witz, Mr. Threepwood. Ich habe nichts mehr mit der Bank zu tun. Tja, ich muss mich jetzt um einige wirklich männliche Dinge kümmern, Miss Denne. Ich bin verheiratet. Er kann sicher einen entbehren. Jede Menge leere Parfumzerstäuber. Oh, das ist kein schöner Anblick. Hey, hör auf! Puh, dieser Stand riecht schlimmer als der Duftbaum in meinem Arbeitszimmer. Sei froh, dass dieses Spiel keine Duftausgabe unterstützt. Wie läuft die Spritzerei, Kumpel? Willkommen im Haus der Wohlgerüche, wo zarte Düfte von exotischen Orten Sie in die Welt der Liebe und der Sinnlichkeit entführen. Mein Name ist Hugo. Ich bin ein staatlich anerkannter Dufttherapeut. Kann Hugo Sie für eines unserer edlen Parfums, Deodorants oder Aftershaves begeistern? Seit wann verhökern Piraten Duftwässerchen? Hugo ist kein Pirat. Hugo ist ein braver Bürger. Er leistet einen wichtigen Beitrag zum wirtschaftlichen Wohlstand von Lucre Island. Aha. Sie sehen aber aus wie ein Pirat. Aber Hugo ist kein Pirat. Nicht mehr zumindest. Wie haben Sie den Absprung geschafft? Hugo hat Ossi Mendels Fernkurs für die Resozialisierung von Piraten belegt. Was ist das? Ach, das ist großartig. In nur 3 Wochen hat Hugo gelernt, seine destruktiven, unsozialen Energien für sinnvolle Tätigkeiten zu nutzen. Wie den Verkauf von deodoriertem Badewasser? Exakt. Warum haben Sie das ruhige Piratenleben eigentlich an den Nagel gehängt? Weil Hugo die Zeichen der Zeit erkannt hat. Hugo hat erkannt, dass die piratische Lebensweise durch wirtschaftliche Interessen des Auslands in die Bedeutungslosigkeit gedrängt wird. Hugo beschloss, auszusteigen, solange es sich lohnt. Ja. Vermisst Hugo das Piratenleben nicht? Nicht wirklich, nein. Außerdem vermisst Hugo gelegentlich den Wind in seinem Gesicht. Und die Dirnen. Aber manchmal vermisst Hugo den Grog und das mit dem Blut seiner Feinde besudelte Deck. Aber ansonsten, nein, ich vermisse nichts. Verstehe. Sie haben nicht zufällig einen nasenlosen Piraten mit einem Sack gesehen, oder? Nein, aber Hugo hat Sie mit einem Sack gesehen. Als ich hier mit einem Sack rumgelaufen bin, wo bin ich dahin? In die tiefen Wälder von Lucre Island. Danke. Was ist das für ein penetranter Gestank, den Sie da auf ahnungslose Passanten sprühen? Das ist unsere neueste Kreation, Eau de LeChuck. Wer will denn bitte riechen wie LeChuck? Oh, der Duft ist bei den Touristen sehr beliebt. Sie saugen sozusagen den ganzen Mythos in sich auf.
Aber LeChuck stank wie ein verfaulter Zombie. Wir bevorzugen den Ausdruck erdig. Ist Eau LeChuck wirklich so beliebt? Oh ja, Sir. In den letzten Stunden hat Hugo Dutzende von Pröbchen verteilt. Ich rieche später nochmal vorbei. Danke für Ihren Besuch. Beehren Sie uns bald wieder. Riecht irgendwie nach geräuchertem Fisch. Riecht wie ein Strauß Blumen in einer Jauchegrube. Riecht ein wenig nach Fisch, Rotz. Riecht ein klein wenig nach einer Moorleiche. Riecht, als hätte sich ein Holzfäller damit gerade die Achselhöhlen abgewischt. Trotzdem verströmt es den zarten Duft von etwas Angenehmem. Wer auch immer hier lebt, muss ein laufender Meter sein. Freddy, wo ist mein neuer Wanderstab? Ich habe ihn hier, Mr. Mandrill. Ein nagelneuer Spazierstock. Eine exakte Nachbildung Ihres alten Stocks. Das will ich hoffen. Ansonsten kaufe ich deine Muggelbude auf und baue etwas Sinnvolles. Zum Beispiel eine öffentliche Toilette. Soll ich ihn auf die Rechnung setzen, Mr. Mandrill? Was dachten Sie? Wissen Sie, wenn ich kein friedliebender Mensch wäre, dann würde ich diesem Snob den Schädel einschlagen. Und ich würde erst aufhören, wenn sein Hirn über meinen rustikalen, handpolierten Hartholzboden spritzt. Ja. Aber Sie sind ein friedliebender Mensch, stimmt's? Ja. Ein nach Zedern duftender Haufen Holzspäne. Diese Stäbe sehen wunderbar aus. Für das ungeübte Auge vielleicht, aber sie entsprechen nicht unseren hohen Qualitätsansprüchen. Jeder Pirat braucht einen Wanderstab, der seiner Größe, seiner Lebensart und seinem Temperament entspricht. Ein Wanderstab sollte etwa bis zur Hüfte reichen und stabil genug sein, um 50% deines Körpergewichts zu tragen. Aktive Menschen sollten sich für einen Wanderstab entscheiden, der zur jeweiligen Aktivität passt. Langweilig. Ich glaube, so dringend brauche ich keinen Stab. Geben Sie sich keine Mühe mit der Glocke, ich bin schon hier. Das muss der Kerl sein, der diese Stäbe herstellt. Stimmt, ich heiße Freddy. Ich habe schon Stäbe gemacht, als Sie noch mit dem Trömmelchen um den Weihnachtsbaum gelaufen sind. Da bin ich wieder. Soll ich mich jetzt freuen? Ich hätte nicht gedacht, dass sich ein Fachgeschäft für Wanderstäbe auf einer Pirateninsel lohnt. Ja, unter normalen Umständen wäre ich durchaus Ihrer Meinung. Aber in letzter Zeit kommen viele Touristen, Gaffer und andere seltsame Gestalten nach Luke Island. Sie reißen mir meine Original-Piraten-Wanderstäbe buchstäblich aus den Händen. Zu einem horrenden Preis, versteht sich. Aber mein Hauptkunde ist Mr. Mandrill. Er zerbricht pro Woche immer mehrere Dutzend Stäbe. Der Kerl lastet mich seit Monaten vollständig aus. Aha, der Wanderstabmarkt boomt also was. Naja, boomen wäre vielleicht etwas übertrieben, aber man kann gut davon leben. Und wenn Mr. Mandrill jemals seine Rechnung begleicht, kann ich mich zur Ruhe setzen. Können Sie mir helfen? Ich kann mich nicht entscheiden, welchen Stab ich nehmen soll. Nun, dazu muss ich zunächst etwas mehr über Ihre Wandergewohnheiten wissen. Wo werden Sie vermutlich die meiste Zeit wandern?